Gregor, du bist als Weltenwanderer 25.000 Kilometer gewandert, hast viele Kulturen kennengelernt. Wie siehst du die Menschen in Österreich auch in Bezug auf Lebensfreude? Lebensfreude entsteht immer dann, wenn ich mich selbst lebe. Also wenn ich meine eigene Natur lebe. Und ich bemerke das schon, ich bin sehr gerne in Österreich und ich bemerke, dass die Österreicher durchaus auch ein lebensfrohes Volk sind. Und trotzdem haben wir Potenzial nach oben. Laut Weltgesundheitsorganisation sind in 10 Jahren psychische Erkrankungen die häufigste Krankheit bei uns. Was sollte man da tun? Wie siehst du das? Ein ganz zentraler Punkt ist, in die Natur zu gehen. Wieder die Verbundenheit mit der Erde. In einer sich digitalisierenden Gesellschaft ist es wichtiger denn je. Möglichst immer wieder diese Oase schaffen und im Idealfall vielleicht zu Fuß in die Natur zu gehen. Das Schöne am zu Fuß gehen ist, dass es so einfach ist und dass man so ganz wenig braucht. Wir wollen ja tun, aber nicht, also wir bringen es nicht in die Umsetzung. Faktor Zeit. Das heißt, ich habe keinen Raum, ich würde ja gerne jetzt zu Fuß gehen, im Wald gehen, aber bin durchgeplant. Das heißt, das ist einfach nicht umsetzbar in meinem Lebensplan. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema jetzt. Jetzt. Es gibt im Prinzip gibt's nur das Jetzt. Unser Verstand führt uns gerne in die Vergangenheit zurück oder irgendwo in die Zukunft, aber es scheint fast so, wie wenn wir Angst hätten vor dem Jetzt. Und das Jetzt ist so ein zentraler Schlüssel, der den Zugang zur Zeit eröffnet. Und im Gehen bin ich im Idealfall auch im Jetzt. Gregor, ich durfte dich als, oder von dir lernen vielmehr, dass ein Mensch nicht nur Herz und Hirn braucht, sondern dass alles auch Hand und Fuß haben soll. Wie ist das zu verstehen? Der Herz und Verstand sind zentrale Richtungsweise in unserem Leben, aber gleichzeitig unser Körper. Wir leben in diesem Körper und die Füße machen einen großen Teil unseres Körpers aus, die Beine. Und diese wieder mehr nützen und ankommen im Jetzt durch das Gehen. Und die Hand wäre vielleicht Handwerker, oder? Genau, die Hand ist, genau, ja, das Handwerkliche, wieder mehr Dinge mit den Händen tun. Oder mit oder Schreiben. Schreiben, genau. Ja, ich habe mir jetzt gerade wieder eine schöne Füllfeder gekauft. Schön. Viele Menschen wünschen sich eine gesellschaftliche Veränderung, aber kann ein einzelner Mensch wirklich was bewegen, so als Tropfen im See? Ja, einer meiner Lieblingssätze ist von Mahatma Gandhi, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Und dieser Satz ist eine Herausforderung. Er gelingt mir auch nicht immer in meiner Umsetzung. Aber es ist eine wunderschöne Vision. Und es schafft so eine große Lebensfreude. Wir sind wieder bei dem Punkt Freude. Wenn ich bei mir selbst anfange, dann kann ich mal in den Spiegel schauen und habe eine Freude. Und die kommt dann ganz von selbst. Und ob die anderen dann mitgehen oder nicht, ist nicht in meiner Macht. Der Gehirnforscher Gerald Hüther betont, es ist Zeit, den Menschen wieder als Subjekt und nicht nur als Objekt zu begegnen. Was verbindest du mit der Aussage? Begegnung auf einer menschlichen und Herzensebene. Ich beobachte in der Gesellschaft zunehmend Tendenzen Richtung Trennung. Es ist immer wieder der Fokus auf das Trennende. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Ich glaube, das Zentrale ist das Verbindende und das Gemeinsame. Wenn ich jetzt noch auf Gemeindebezirk und nochmal beim Gerald Hüther bleibe, er spricht von kommunaler Intelligenz. Könnten Gemeinden intelligenter sein? Selbstverständlich. Und das Geniale, und deswegen arbeiten wir an dieser Vision lebenswerte Gemeinde so sehr, weil die Gemeinde als kleinste Basis so ein zentraler Raum ist. Und wir beginnen beim Kleinen, beim Überschaubaren, wo wir uns wieder in die Augen schauen können, wo ich mit dem Bürgermeister sprechen kann und mich austauschen kann über ein Projekt.
und nicht über irgendwelche politischen Entscheidungen, die so weit weg sind, dass ich überhaupt nicht einmal die Möglichkeit habe, da einen Zugang zu haben. Das heißt, die Zentrale ist die Gemeinde und da beginne ich. Und die Gemeinde mit der gesamten Intelligenz, mit Bauern, mit Wirtschaft. Mit allem, allem, was zur Gemeinde dazugehört und in einer Verbundenheit und in einer Gemeinsamkeit. In Gemeinde steckt ja auch vielleicht das Wort gemeinsam drin. Wirtschaft ist wichtig, Gregor. Wie siehst du die österreichische Wirtschaft, deren Chancen, auch mit dem Hintergrund, dass globale Akteure immer mehr Einfluss kriegen? Wirtschaft ist ein zentraler Punkt. Nur Wirtschaft gehört im Gleichgewicht mit der Erde, mit dem Menschen und mit dem Herzen. Und da haben wir noch ein ganz großes Potenzial nach oben. Wenngleich Österreich für mich ein sehr besonderes Land ist und es viele geniale Initiativen gibt im kleinen Rahmen. Und da würde ich mir noch einfach wünschen, dass es mehr Vernetzung gibt, dass auch die österreichische Bundesregierung erkennt, dass nicht notwendigerweise immer zielführend ist, die großen multinationalen ausländischen Konzerne zu fördern, sondern die regionale Vernetzung zu fördern. Und die beginnt in den Gemeinden und in den lokalen Strukturen. Da haben wir ein riesengroßes Potenzial. Wenn wir das erkennen, dann wird Österreich in den nächsten Jahren sowas von krisensicher und gut aufgestellt sein, dass es besser nicht geht. Gregor, das glaube ich passt zum Thema Kreislaufwirtschaft. Ein geschlossener Kreis erreicht man immer wieder. Ist das ein Schlüssel für die Wirtschaft? Kreislaufwirtschaft ist ein Schlüssel. Zum Beispiel, das Problem ist, ein multinationaler Konzern, irgendwer trifft eine Entscheidung über Abwasser von der Fabrik. Und die Fabrik steht in einem anderen Land. Und die Entscheidung trifft er einfach und sagt, es ist egal, das Abwasser, weil derjenige, der die Entscheidung trifft, das Wasser nicht trinken muss. Und bei der Kreislaufwirtschaft, wenn ich erkenne, dass ich Teil des Ganzen bin und ich Entscheidungen aus dieser Kreislaufwirtschaft heraus treffe, dann ist das der Schlüssel, wo es einfach wieder darum geht, Verantwortung für meine Entscheidungen zu übernehmen und auch die Freude daran zu haben, die Dinge schön zu machen für mich und für alle. Schön. Gregor, du sagst, der Weg entsteht im Gehen. Gerade in der Wirtschaft braucht es ja einen Plan, eine klare Struktur, sondern ist ein Projekt nicht kalkulierbar. Wie passt das zusammen? Aus meinen Erfahrungen des Wirtschaftsstudiums ging es immer nur ums Planen. Und wir leben aber jetzt in einer Zeit oder in einer Welt, die sich sehr stark verändert. Und wenn ich in einer Welt, die sich sehr stark verändert, an den Plänen festhalte, ist es gefährlich. Wir leben in einer Zeit, wo es gilt, im Augenblick bewusst zu sein. Und da sind wir wieder bei dem Thema jetzt. Wenn ich im Augenblick präsent und achtsam bin, was soll mir dann passieren? Da brauche ich keinen Plan. Ich kann schon eine Vision und eine Struktur haben, aber es braucht immer wieder die Bereitschaft zur Veränderung. Und die Veränderung passiert nur im Jetzt. Wieso ist Veränderung für Menschen so schwierig oder auch für Unternehmen? Oder anders gesagt, wir denken sehr dominant in Richtung Ängste, Risiken, Gefahren und sehen nicht die Chancen. Wieso sind wir Menschen so? Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn ich die Energie auf die Ängste lege, dann stärke ich die Ängste. Wenn ich die Aufmerksamkeit auf das Vertrauen lenke und darauf, dass dieser Prozess der Veränderung gut geht, dann wird er gelingen. Wenn ich den Prozess der Veränderung aus einer Angst heraus mache, dann wird es eine andere Auswirkung haben, wie wenn ich den Prozess der Veränderung aus einem Vertrauen herausgehe. Es geht immer um die Ausrichtung und um die Absicht dahinter. Absicht und Angst ist für mich alter Zeitgeist. Lebensfreude, Dankbarkeit und Vertrauen ist neuer Zeitgeist. Ich kann mich entscheiden, gehe ich den Weg des alten Zeitgeists oder den neuen. Diese Entscheidung kann jeder nur für sich selbst treffen. Was verbindest du mit dem Wort Reichmut? Reichmut habe ich noch nie gehört. Genial. Da ist Reichtum drinnen. Da ist für mich die Quelle des Reichtums ist die Dankbarkeit. Indem ich dankbar bin, werde ich reich. Und Mut
ist ein ganz zentraler Schritt. Für die Veränderung braucht es Mut. Weil, wenn ich mich auf den Weg mache, weiß ich nicht, wo der Weg hinführt. Ich begebe mich hinein in die Ungewissheit, in das Neue. Und das braucht Mut. Und wir brauchen reichmutige Menschen, die in Dankbarkeit und in Mut leben. Tourismus, mal eine Frage, Gregor. Welchen Rat gibst du Touristiker, die sich langfristig ausrichten wollen? Erde, Erde und Erde. Wir leben auf der Erde. Das wirtschaftliche Denken ist sehr kurzfristig auf Gewinne orientiert und vergisst die Erde. Und Tourismus wird erfolgreich sein, wenn er im Rhythmus der Erde funktioniert. Und das ist die Basis. Und dann kann es nur glücken und funktionieren. Zur Bauernschaft. Wie könnte die Bauernschaft mehr Priorität und vor allem mehr Würde wieder bekommen? Ganz einfach. Wir sind wieder bei der Erde. Die Bauernschaft ist durch ihre Tätigkeit und durch ihre Arbeit fast am nächsten bei der Erde. Und das ist gleichzeitig eine Chance, aber auch eine Herausforderung. Chance deswegen, weil die Verbundenheit der Erde dadurch kultiviert werden kann, und Herausforderung dann, wenn die Verbundenheit der Erde nicht mehr da ist. Das heißt, wenn es zu einer hochtechnologisierten Landwirtschaft wird, wo die Technik von außen kommt, wo es zu einer Chemielandwirtschaft wird, wo der Boden verseucht wird, die Erde verseucht wird und die Menschen verseucht werden. Die Ausrichtung ist auf die Erde. Wenn ich diese Verbundenheit mit der Erde aus Bauernschaft lebe, dann wird das Ganze von Erfolg gekrönt sein und ein erfülltes Leben gleichzeitig Garantie sein und gleichzeitig die Würde, denn die Erde schenkt uns dann täglich ihre Gaben. Schön. Gregor, du bist an unserer ersten Wertebotschafter der Initiative Bewusst gemeinsam leben, die ja drüber steht. Was war für dich entscheidend, dass du mitwirkst? Für mich ist das außer Frage. Ich finde das eines der wichtigsten Bewegungen, die es in Österreich gerade gibt. Der Staat auf der Ebene der Gemeinde, dort, wo wir uns wieder in die Augen schauen können, aber gleichzeitig eine Ausrichtung in Richtung Verbundenheit mit der Erde, Bereitschaft für Veränderung, Vernetzung allen Seins, Bewusstheit und Achtsamkeit. Für das alles steht für mich lebenswerte Gemeinde. Und deswegen ist es für mich eine der zentralsten Bewegungen, die es in Österreich gibt. Und ich bin glücklich, dass ich da mitwirken darf. Schön. Gregor, eine abschließende Frage. Du hast Trennung einmal erwähnt in dem Gespräch. Und wir sehen die Verbindung, das Zusammenfügen als so wesentlich. Wird es gelingen, Wirtschaft, Öffentlichkeit, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, also alle Bereiche zusammenzuführen, was unser Anliegen ist? Ist das realistisch oder ist das so weit von den Interessen entfernt? Es ist sowas von realistisch, weil wir damit beginnen. Wir haben uns schon entschieden. Wir haben für uns, wir haben erkannt, dass alles auf der Welt miteinander verbunden ist und so handeln wir. Und indem wir immer klarer in dieser Vision vorausgehen, öffnen wir einen Weg und andere können sich von diesem Weg inspirieren lassen oder auch nicht. Ist aber auch schon wieder egal. Super. Danke fürs Gespräch, Gregor, und für deine Unterstützung. Danke.